Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elden Ring. Ja, wir kämpfen gerade gegen den Avatar des Erdenbaums. Und der macht uns ziemlich viel Schaden. Deshalb werde ich jetzt tatsächlich einmal ganz kurz unsere Geisterasche wechseln. Und zwar möchte ich jetzt den hier nehmen. Jetzt muss ich nur wieder ganz kurz gucken, wie ich den ausrüste, weil ich ein Genie bin. So. Wo ist er? So, für den haben wir jetzt schließlich lange gespart und irgendwann wollte ich ihn ja auch mal zeigen. Da müssen wir aber ganz schön hier hin und her swappen. So. Boah, ist der groß. Ich tippe mal, ausweichen kann der auch nicht. Aber ja, wir werden mal sehen, was besser ist. Die Wölfe oder er hier. Ja, er kann aber auch nur gut sein, wie wir ausweichen. Ja, also ausweichen kann er nicht. Ich sehe auch bisher noch nicht so den Schaden. Nein, ich wollte... Ich habe ausweichen gedrückt. Manchmal greift er dann noch an. Vielleicht, weil ich vorher nochmal Angriff gechannelt habe. Und das dann noch so in der Warteschlange der Ausführung steht. Oh, das war gar nicht mein Moment zum Angreifen. Ja, und auch hier, das war wieder unsere Geisterasche. Also wir werden den Half-Life immer selbstständig machen müssen. Das bedeutet, ich werde hier leider extrem viel Zeit reinbuttern müssen. Ich sehe den... Oh nein, wir können den angreifen. Leider habe ich keine Ausdauer mehr. Okay, egal. Ach, Mist, schon wieder zu spät ausgewichen. Nein! Oh, wenn ich geduldiger gewesen wäre. Ein Hit, ich hätte ihn gekillt. Ich hätte ihn gekillt. Ich hätte ihn gekillt. Nein! Okay, aber ich bin ehrlich, bisher sehe ich noch nicht, warum diese Geisterasche, die wir da jetzt für 100 FP beschwören können, warum die stärker ist. Sehe ich noch nicht. Bisher haben sich meine 55 FP oder 50 FP Wölfe genauso angestellt. Nun gut. Meine Runde liegen hinter dem Namen, oder? Kollege, darf ich erst meine Runen sammeln oder greifst du mich vorher schon an? Das ist aber... Oh nein! Das war ein sehr guter Trank. Okay, jetzt hat und die Geisterasche hat sich jetzt endlich bemerkbar gemacht. Was? Wir haben ihn! Okay, das ging so viel schneller, als ich jetzt dachte. Holy. Opale Blasenträne, purpurrote Bruchkristallträne.
Ah ja, ich habe auch noch ganz viele Leben. Ach, die werden mir... Das ist mit meinen... Das ist meine Mana-Leiste, oder? Wir führen es gerade gar nicht zweihändig. Warum nicht? Na. Ja, ich bin einfach ein Genie. Egal. Ich möchte aber gerne auf mein Pferd, denn hier sind noch Gegner. Was steht hier jetzt? Eldenring, oh Eldenring, daher Erdenbaum, oh Erdenbaum. Da war ein Dichter unter uns. Oder so. Noch ein schönes Gedicht? Nein. Ist das ein Erdenbaum? Ja, natürlich, sonst wird das hier nicht so heißen. Waren da noch Gegner? Ich bin mir... Ja, guck mal da. Was sagen? Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass hier jemand herumschlawinert ist. So, und das füllt wieder meine Dingens auf. Genau. Ich höre es singen. Also jetzt müsstet ihr es auch hören. Weiß zwar nicht, wie ich dann wieder hochkomme, aber egal. Das ist so eine Sirene, der singt quasi um Gegner zu locken. Scheibe Fleisch. Okay, danke. Ach. Ich dachte schon, ich bild mir wer weiß was ein. Eigentlich wollte ich ihn hier markieren, aber das ging wohl nicht. Ach, der ist tot. Oh. Ja gut, dass ich einen toten Gegner nicht markieren kann, das wundert jetzt eher weniger, oder? So, hier sind auch noch so ein paar Gegner. Die haben mir die Erde angefackelt. Warum auch immer. Wir schlagen wunderbar aneinander vorbei. So. Das auch nochmal eben hier wegmachen. Schön. Aber ich kann noch nicht ganz glauben, dass es das hier am Erdenbaum war. Dass es hier einen Gegner gab und dann... Ach komm, hier gibt es doch noch bestimmt irgendwas. Nicht unbedingt an Itemmäßig. Ich glaube, was wir von ihm bekommen haben, ist jetzt nicht schlecht. Aber ich dachte, irgendwas noch zu sehen. Aber... Na, da ist nochmal wieder so ein Gegner. Oh, den haben wir jetzt gewonshottet? Ja. Heißt, wir können jetzt tatsächlich dahin gehen... Nehmen die sich wieder? Egal. Wir können jetzt dahin, wo diese Höhle ist. Jetzt muss ich nur wieder gucken, wie ich da runterkam. Ja, ich zeig mal kurz dahin. Weil ich habe Orientierungssinn von einem Fisch. Ja, wobei Fische haben wahrscheinlich einen besseren. Ich will jetzt hier keinem Fisch Unrecht tun. So, wir kamen von hier. So, haben den hier gekillt. Der uns vorher keinen Schaden gemacht hat. so. Und dann war das gleich hier. Genau. Jetzt hoffen wir, dass da direkt ein Ort der Gnade ist, weil sonst habe ich ein Problem. Haha, ich kenne doch mittlerweile diese Katakomben. So. Ort der Gnade berühren. Das Gefühl, hier sind die Gegner tatsächlich jetzt wieder stärker. Aber wir können eine Stufe aufsteigen und ja, Flaschen bestärken. Klar. Und Stufenausstieg. Ich hatte irgendwann mal gesagt, ich will hier so Stärke, Geschick und Kraft auf 20 bringen. Ne? Stärke ist mittlerweile ja schon bei 19.
Deswegen würde ich sagen, machen wir mal erstmal jetzt hier wieder Kraft. Also ich habe ja gesehen, wie viel Schaden der mir gemacht hat. Ich habe mich plötzlich gar nicht mehr tanky gefühlt. Das war ganz, ganz schrecklich. Wir vertreiben ein wenig Zeit. Und dann muss ich einmal ganz kurz gucken, wie lange die Folge ist. Oh, das ist 10 Minuten. Was? Wir waren so schnell. Dann wollte ich eigentlich... Oh, wir können es hier nicht raus teleportieren. Das freut mich. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich würde gerne zur Tafel der... Kommen wir wieder raus? Ja. Okay. Wow. Ich wollte mich schauen... Ach, wobei, warte mal. Ich muss erstmal schauen, wie viel Dunkelschmiedestein ich habe. Das war mir jetzt mein Gedankengang. Nicht hier, sondern hier. 3, 4. Wir haben 4. Okay, ja, dann können wir das nicht machen, was ich machen wollte. Außer ich habe nicht genug Runen. Wir haben jetzt welche ausgegeben. Wobei, ich habe ja noch so ein paar Runen auf Tasche, die man verkaufen kann. So, das ist die Tafelrundfeste. Der wird sich hier immer noch nicht wirklich für mich interessieren. Da ich, ja, noch immer keine dieser großen Runen gesammelt habe. So, aber zu dir möchte ich, lieber Herr Kollege. Ja, ja, du hältst mich immer für tot. Soll ich täglich bei dir vorbeikommen? So. Ach, wir brauchen nur 2. 2 Dunkelschmiedesteine? Ich hatte 4 im Kopf. Aber guckt euch bitte diese Verbesserung aus an. Körperlich 161 plus 43 und jetzt 181 plus 52. Beautiful. So, jetzt bräuchten wir aber 3. Das haben wir nicht mehr. Okay. Dann haben wir das. Was ist das denn? Eisenbeil. Kann ich irgendwann mal verkaufen. Das sieht nicht aus, als wenn ich das benutzen werde. Ja, dann habe ich jetzt eigentlich auch schon wieder getan, was ich wollte. Nee, ach, wie mache ich das denn nochmal? Auf 2 Hände ich wieder. Also ganz bestimmt nicht. Muss ich das jetzt ernsthaft jetzt kurz wieder googeln, weil ich Kopf wie ein Sieb habe? Und dann gehen wir auch sofort in die Katakomben rein. Vielleicht funktioniert das an dem Ort hier nicht. Einmal ganz kurz. Oder ich bin halt einfach dämlich. Das kann auch sein. Das würde ich gar nicht abstreiten, weil hier steht Y halten, habe ich gemacht, und RBRT. Ja, das habe ich doch gedrückt. Naja. Dort ist ein starker Angriff. Ich halte Y gedrückt. Ah. Hä? Okay, ich bin dämlich. Gut, lassen wir das so stehen. Einmal ganz kurz Zeit vertreiben. Tränke auffüllen. Und dann hier noch ein paar Mal sterben. Die Markierung stört mich. Die mache ich mal eben kurz weg. So, was halt auch gerade ein bisschen schwierig ist, ist, dass ich aufs Klo muss. Vorsicht vor Nutzlosigkeit. Kurz gesagt, ich habe es geschafft. Hä? Mhm. Lass mich raten, der Skelett kann hier aber durch, oder? Nein? Okay, dann lassen wir ihn da jetzt stehen. Ja, hier wird zum Boss gehen. Wupp, wupp. Das ist auch Marikas Fahrt. Nee, das ist zum Geister beschwören. Öffnen. Hm, von einem Gerät versperrt. Das kommt uns ja gar nicht bekannt vor. Also wir haben ja gemerkt, die werden ja immer schwerer und auch immer trickreicher. So, der wird sich wahrscheinlich auch wieder beleben können, ne? Oh, oh mein Gott, warum hält der so viel aus? Sind wir jetzt legit wieder an einem Punkt, wo alles stärker ist? Das heißt, wir müssen hier ab einem gewissen Punkt ein bisschen durchsprinten, weil sonst wird es unangenehm. Müssen uns quasi für einen Weg entscheiden. Ja, das war's nicht.
Vielleicht muss ich doch niederringen, damit ich ungestört hier einmal kurz abwarten kann. Oh Gott, das sind jetzt 3000 Runen, das interessiert mich jetzt nicht so sehr, wenn die jetzt verloren gehen. Wir sind mittlerweile an dem Punkt, wo 3000 Runen nicht mehr so wehtun. Sie tun noch weh. Junge, was habe ich dir getan? Weiter. Der braucht jetzt eine Zeit, um sich zusammenzusetzen. So, dann, Kollege, ich würde dich einmal ganz kurz hier beseitigen und dann muss ich den Kollegen hier beseitigen. Und auch ich habe das Gefühl, ich werde hier nur Zeit mit... Ah! Gegner! Nicht. Oh, das one-shottet mich. Ich muss hier aber schnell durch... Ja, ich muss das abwarten. Das ist das Problem. Ich muss das abwarten. Aber die Skelette unterbrechen mich dann. Eieiei, das wird jetzt interessant. How do I do this? Zwischen bin, dann sollte mich das nicht treffen, oder? Ah, es fühlt sich an, als wäre das eine Sackgasse. Das sehe ich nicht. Oh, jetzt muss ich schon wieder das kurz abwarten. So. Ja, aber wie komme ich da hoch? Ja, ist gut, Kollege. Ich verstehe noch nicht. Sag mal. Genervt. Kannst du auch? Nein, ich bin runtergefallen. Geh doch hoch! Uff.
Aber. Boah, jetzt muss ich aber auch mal durchatmen, ey. Die haben uns ganz schön eingeheizt. Und ich würde tatsächlich auch sagen, das passt hier alles ganz klasse. Das heißt, wir können welchen Boss auch immer... Ach komm, ein Versuch, damit wir den schon mal sehen. Welche Geister hast du... Nee, wir haben den nicht so richtig in Aktion gesehen, ne? Ups, wir wollen nicht raus. Also, doch, irgendwo wollen wir natürlich raus. Ja, ich verstehe nicht ganz, was es mit dem Raum hier auf sich hat. Da kommt man wahrscheinlich irgendwie hin. Aber, ja, das ist jetzt gerade nicht zu uns. Wir gehen hier straight einmal zum Boss. Auch wenn ich langsam echt zimmerlig werde, weil... Boah, ich weiß nicht, seit wie vielen Stunden ich schon aufs Klo muss, aber es nicht tue. Ew, ja, ist... was? What the fuck? Okay, das ist neu. Oh mein Gott, ist das cool designt. Oh mein. Oh. Ah! Boah, ich sag's mal so, ne? Aber ohne Geisterasche ist das echt, unangenehm. Asche von Lutel der Kopflosen. Boah. Also ernsthaft, das hätte ich gern länger gesehen. Ich wünschte, ich hätte nicht die Geisterasche genutzt. Wurzelharz. Mhm. Ja, davon nehmen wir doch dann mal eben ein bisschen was mit. Zwischendurch crafte ich mir ja doch ganz gern was. Wie viele Runen haben wir? Ah ja, roundabout 6000. Okay, ich wollte den bis zum nächsten Mal. Ich sag mal so, wenn ich jetzt keine Geisterasche benutzt hätte, dann wär der richtig spicy. So, also, das, ich dachte jetzt vielleicht wieder so eine Statue oder sowas, so wie die letzten Male. Ich guck mal eben, ob der Nebel da jetzt weg ist. Nein, okay, dafür muss ich irgendwas anderes machen. Egal, gut, die eine Minute habe ich eben noch. Inventar. Und zwar haben wir eine neue Asche bekommen. 104 FP und wir haben genau 100. ja, okay. Ruf den Geist von Lurtel der Kopflosen. Das ist für irgendwann mal. Ne? Wir lernen jetzt erstmal den anderen Geist kennen und haben noch unsere Wölfe. Wir haben ja gesehen, die sind gerade stark genug, die Geister. Wir gehen noch nicht für ein bisschen mehr FP. Für die liebe Lurtel. Sofern sie weiblich ist, keine Ahnung. Naja, egal. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!